Hallo, also mein Name ist Philipp Jakesch und ich bin Naturfotograf und ich bringe regelmäßig Videos wie dieses heraus. Da geht es einerseits um Tierfotografie, andererseits um Landschaftsfotografie. Außerdem geht es bei mir sehr häufig um die kreativen Aspekte in der Naturfotografie. Und heute, ich möchte mit euch Frühblühe fotografieren. So früh ist es gar nicht mehr. Und wie ihr es vielleicht seht, das Wetter ist mittelmäßig, also es ist sehr grau. Es ist eine dichte Wolkendecke, das heißt, es ist auch nicht so viel Licht vorhanden, was es auch wieder schwieriger macht. Aber wir werden schauen, was wir schaffen. Und ich habe ein paar Gegenstände mit, die mir vielleicht helfen, bessere Bilder zu erhalten. Also einerseits habe ich ein Stativ mit, um notfalls die Belichtungszeit verlängern zu können. Zum Zweiten habe ich ein Blitzgerät mit, also so einen mobilen Aufsteckblitz für die Kamera, den ich mit einem separaten Auslöser steuern kann, also so ein Trigger, so ein Funktrigger. Zusätzlich habe ich einen Reflektor mit, der mir das vorhandene Licht reflektieren kann. Das kann ich ja gut mit dem Blitzgerät kombinieren. Das heißt, ich kann von der einen Seite den Blitz schicken und von der anderen Seite kann ich das abstrahlende Licht reflektieren. Wir sind da in so einem Laubmischwald, da sind ein paar Eichen rundherum, weiter oben sind noch Buchen. Ich hoffe, ihr hört eher die Vogelstimmen und das Vogelgezwitscher, also da die Meise zum Beispiel. Und ich habe auch schon ein paar Blumen entdeckt. Da es heute um Blumen geht, habe ich mir gedacht, ich schaue mal, was ich so finde. Und je nachdem, was ich finden kann, zeige ich euch dann, was ich damit tun kann. Ich möchte mich heute ein bisschen limitieren. Ich habe genau ein Objektiv mit einer Brennweite, also eine Fixbrennweite. Und das Einzige, was ich als Zusatzhilfsmittel mit dabei habe, ist der Zwischenring. Diesen Zwischenring kann ich verwenden, um die Distanz zwischen meinem Motiv und der Kamera zu reduzieren. Und wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Ich habe schon mal die erste Blume gefunden. In dem Fall ist es eine Pestwurz, eine weiße Pestwurz. Jetzt zeige ich euch einmal, wie die Pestwurz aussieht. Das ist die weiße Pestwurz und da ist es ein bisschen schwieriger, weil die Blüten sind relativ groß, also wenn man das vergleicht mit meiner Hand. Da würde ich jetzt vielleicht noch versuchen, eine Pflanze zu finden, wo der Hintergrund ein bisschen klarer ist. Also wie erwähnt, ich habe nur das 110er mit, also das ist umgerechnet 87 mm Brennweite und es ist sehr lichtstark und das ist genau meine Überlegung, warum das in dem Fall ein Vorteil sein kann. Weil dadurch, dass das Objektiv so lichtstark ist, kann ich mein Motiv, also in dem Fall die Blume, sehr gut freistellen. Um die schönste Blendenwirkung zu erhalten, schaue ich, dass ich ziemlich zur Naheinstellgrenze vom Objektiv gehe. Das ist in dem Fall 0,9 Meter. Ich stelle das Objektiv jetzt auf die Naheinstellgrenze manuell und dann bewege ich mich langsam auf das Motiv zu. Thank you.
Wenn ich Zweige liegen habe, die halt so eine markante Linie bilden, dann versuche ich die wegzulegen. Genau, also da ist auch sowas. Ah, okay, das wächst noch. Das muss ich dann wegretuschieren. Ich zeige euch einmal, wie ich da vorgegangen bin. Also ich habe, also es geht um diese Pflanze da. Also das ist die Vordergrundpflanze und das ist mein Motiv. Und ich bin da so weit runtergegangen und durch die offenblendige Wirkung und das Tele habe ich da so hingehen können und habe auf das scharf gestellt und habe damit das andere verdeckt. Ich war eben dementsprechend weit unten und habe, wie gesagt, den Zweig da hinten, also da hinten ist ein Zweig, den habe ich verdecken können. Und die Pflanze ist so mein Hauptmotiv gewesen. Was eine Sache habe ich noch mit, damit ich meine Hosen nicht zu dreckig mache. Da habe ich beim Blumenfotografieren gern so eine Sitzunterlage dabei. Die verwende ich schon seit vielen Jahren. Genau, was ich euch noch zeigen möchte, also ich habe jetzt da quasi die Kamera mit so einem Auslöser. Also wenn wir da jetzt da den Blitz einschalten, dann sollte eigentlich, genau. Weil mein Wunsch ist jetzt eben, dass die Blume ziemlich markant raussteht und der Rest so ein bisschen in den Hintergrund tritt. So, und da schauen wir mal. Und das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Was ich jetzt dann noch machen möchte, ich habe euch gesagt, ich hab so einen Zwischenring mitgebracht. Das heißt, ich stecke den Ring jetzt da zwischen, die Kamera ist ausgeschaltet. Das ist wichtig wegen einem Bildstabilisator, weil wenn ich den Bildstabilisator eingeschaltet habe und dann das Objektiv einfach runter tue, dann hat es keine Zeit, dass das in die Parkposition sich begibt. Und es kann sein, dass man da das Objektiv beschädigt dadurch. Das heißt, immer ausschalten. Ich habe jetzt einen stinknormalen Zwischenring drauf. Und jetzt schauen wir mal, wie nahe ich da jetzt dran komme. Also ohne Zwischenring war ich ca. 90 cm entfernt. Und mit Zwischenring kann ich noch deutlich näher ran. Dadurch wird die Unschärfe natürlich auch stärker. An dieser Stelle ist es das ganze Jahr über ziemlich feucht. Im Winter ist es dann auch hin und wieder mal gefroren. Das heißt, ich weiß, dass da immer Feuchtigkeit ist und dass da immer was Wasser runterrinnt. Und das ist natürlich ein perfekter Standort für das, ich glaube, es heißt Milzkraut, ich bin mir jetzt da nicht ganz sicher. Und ihr seht, dass da ist das Wasser und da ist das Milzkraut. Das heißt, ich kann jetzt versuchen, die Reflexionen im Wasser, also das sind wirklich relativ viele Reflexionen, dass ich die zu meinem Vorteil nutze. Im Anschluss werden wir vielleicht auch noch den Blitz probieren einzusetzen, dass diese Reflexion, die da ist, dass ich die etwas verstärke. Also man sieht, die Blätter haben sich so angeschmiegt an die Wurzel, die da ist. Die Blätter sind grün und die Blüten sind so leicht, sind so ganz subtil gelb. Und ich werde versuchen, das so ein bisschen in Szene zu setzen. Und die Reflexionen im Wasser so zu nutzen. Also es ist ein bisschen schwierig, noch reflektiert nicht viel. Jetzt sind Spechte im Hintergrund. Ein Buntspecht ist es da oben. Ich werde es
das Blitzgerät so ein bisschen einklemmen und dann kann ich den Blitz von da drüben so rüber schicken. Ja, das sieht cool aus. Das ist genauso, wie ich mir das vorstelle. Je weiter die Distanz ist zwischen der Reflexionsquelle und den Blüten quasi, also dem Hauptmotiv, umso angenehmer oder umso größer werden diese Unschärfekreise. Also das macht einen riesen Unterschied. So, ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich zeige euch auch noch ein paar Bilder von vorletzter Woche, weil da war ich schon Schneerosen fotografieren. Ich muss euch ehrlich sagen, natürlich hätte ich gerne Schneerosen und Buschwindröschen, Frühlingsknotenblumen und so gefunden. Ich habe da jetzt aber allerdings kein Glück gehabt auf dieser Seite des Waldes. Und trotzdem habe ich versucht, das Beste draus zu machen, mit den Blüten, die verfügbar waren oder vorhanden waren, schöne Bilder zu machen, und ich hoffe, euch haben meine Bilder gefallen. Wie gesagt, ich zeige euch gern ein paar Bilder von den Schneerosen. Ich habe nämlich Glück gehabt, vorletzte Woche, da hat es noch so einen kleinen Wintereinbruch gegeben und da habe ich Schneerosen im Schnee fotografieren können. Jetzt habe ich es doch noch gefunden. Wir haben da die Frühlingsknotenblumen und gleich daneben haben wir die Schneeglöckchen. Ja, haut es doch noch hin. Jetzt schaue ich mal, was ich da finden kann. Schauen wir mal, wie es um meine heutige Kreativität so steht. Mittlerweile ist ja die Sonne ein bisschen rausgekommen. Und das bringt uns zum nächsten Thema, nämlich zu viel Licht gibt es auch oder eben harsche Lichtverhältnisse. Wenn ich jetzt vermeiden möchte, dass bei meinem Bild ein Schatten drauf ist, dann kann ich so vorgehen, dass ich das nächste mitgebrachte Utensil heranziehe und einen Reflektor verwende. Das ist ein sogenannter Faltreflektor. Ich kann da eben dadurch die Lichtmenge reduzieren und ich kann zum Beispiel auch mein Motiv beschatten. Das ist klar, da tue ich einfach das vor das Motiv. Die dritte Möglichkeit, die ich noch habe, ist, dass ich das vorhandene Licht nutze und den Teil runtergebe und dann habe ich quasi eine Durchlichtwirkung. Das heißt, ich mache nicht nur einen Schatten, sondern ich mache ein diffuses Licht wie eine leichte Wolkendecke. Da ich jetzt aber eh die ganze Zeit Wolken gehabt habe, los ist bei der Reflexion vom Licht.
Ja, jetzt habe ich tatsächlich noch das Glück gehabt, dass ein bisschen Sonne gekommen ist. Und das gefällt mir besonders, dass das zu einem Zeitpunkt war, wo ich Frühlingsknotenblumen und Schneeglöckchen gemeinsam gesehen habe. Da habe ich jetzt ganz viel mit Reflexionen, mit Blitz und auch einfach nur offenblendig fotografiert. Es ist ein bisschen windig geworden. Das ist natürlich eine zusätzliche Komponente, die man beachten kann und soll. Auch hier kann man mit einem Reflektor einen windstillen Bereich schaffen, also quasi einen, nicht nur einen Lichtschatten, sondern auch einen Windschatten. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ihr schaltet wieder ein und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.